Rüdiger Fritsch, Präsident des SV Darmstadt 98, gebürtiger Frankfurter, Präsident in Darmstadt. Wie kam es dazu? Ja, den Geburtsort kann man sich ja nicht selbst aussuchen, bekanntermaßen. Und da ich ja schon auch schon so 2 Tage auf der Welt bin und dementsprechend die Geburt schon ein paar Tage her ist, gab es auch nicht so eine Fülle von Krankenhäusern wie heute. Und dementsprechend war offensichtlich es so, dass Frankfurt das naheliegendste Krankenhaus war. Zum SV Darmstadt 98 bin ich durch meine fußballspielenden Jungs gekommen, die hier in der Jugend gespielt haben und dann als natürlich interessierter Papa am Sportplatzrand hier am Böllenfalltor gestanden habe und dann, wie es halt so ist, auch ein bisschen tiefer in den inneren Bereich des Vereins hereingekommen bin. Und ja, und so kam dann 2007, tendenziell 2008, auch mein erstes offizielles Amt als Vizepräsident im Präsidium von Darmstadt 98. Jetzt sind einige Jahre vergangen, sehr, sehr viel ist passiert. Was war für dich die größte Herausforderung bei all den Herausforderungen, die zu bewältigen waren? Ach, das ist im Fußballgeschäft tatsächlich schwierig, und ich darf da auch eine kleine Plattitüde jetzt hier anbringen. Fußball ist ja sehr schnelllebig. Der Spieler sagt, wir leben von Spieltag zu Spieltag. Es ist tatsächlich auch im Management so, dass relativ viel in kurzer Zeit passiert und das Thema tatsächlich sehr, sehr kurz, ja, kurzatmig ist vielleicht auch und auch kurzlebig ist. Deswegen ist es schwierig. Was war das Schwierigste? Sicherlich war seinerzeit, als ich eingestiegen bin, das war auch mit der Grund, da ich ja auch, was heißt auch, als Jurist, als Wirtschaftsjurist unterwegs bin und hier 2007, 2008 schwierige finanzielle Verhältnisse vorgeherrscht haben beim SV Darmstadt 98, waren halt das ein oder andere juristische Know-how durchaus nicht von Nachteil. Ich denke, die Abwendung der seinerzeitigen Insolvenz und der Aufbau des Vereins ist letztlich die Grundlage von allem gewesen, was sich danach abgespielt hat. Und das war, denke ich, auch mit auch das, die größte Herausforderung und auch das größte Werk, auf das man hier in seiner Funktion als Präsidiumsmitglied und als Präsident Darmstadt 98 durchaus auch ein bisschen stolz sein kann.